Und hier ist sie wieder aus dem Tide TV Studio in Hamburg, die Goldene Gniechel Show. Heute mit dem Quartett, die Tüdelband aus Hamburg. Frisch, platt und nordisch. Einfach direkt aus dem Leben. Und hier kommt er schon wieder, der Erfinder von Was kannst du? Bitte begrüßen Sie uns mit uns, den Goldenen Gniechel. Eine Folge der Goldenen Gnieche Show. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wollen natürlich sehen, was kann Hamburg mal wieder? Also gucken wir doch mal rein. Was kannst du, stelle ich mal die Frage. Ja, ich bin wieder auf der Suche nach Talenten. Wieder einmal hier im Hafen in Hamburg. Mal gucken. Ich frage einfach die Leute, was kannst du? Unkraut ziehen. Wie bitte? Unkraut können Sie ziehen? Ja. Okay, das müssen Sie uns jetzt zeigen. Ziehen Sie hier bitte am Hafen mal Unkraut. Ja, ich kann einiges. Ja, zeigen. Können Sie die Schuhe in die Hand nehmen und die jonglieren? Ich nicht. Er hat so einen tiefen Schlaf, dass man ihn beim Schlafen bemalen kann. Okay, das wollen wir jetzt aber sehen. Das sind Hinlegen und Schlaf. Ja. Okay. Nur Zigarettenstümmel. Okay, kann man ja auch ziehen. Kann man auch dran ziehen. Ja, da kann man dran ziehen, genau. Da konnte man mal dran ziehen. Okay, er will zeigen, was er für einen tiefen Schlaf hat. Werf. Treff. Ja. So, jetzt musst du versuchen, ihn wecken. Wach auf. Zwei Schuhe, könnte man probieren, finde ich. Okay, ich gebe noch einen dritten dazu. Ja, ich sehe einen tiefen Schlaf. Machen wir mal. Wach auf. Ich gebe einen dritten dazu und dann jetzt jonglieren. Jetzt haben sie drei Schuhe. Okay. Ich mach das dann doch lieber mal ja. Mit zwei. Oh. Okay. Ja, und jetzt mit meinem dritten. Mit meinem dritten jetzt. Yeah! Talent! Ja, wo hat denn der Huck seinen Haken? Ja, wo hat denn der liebe Huck seinen Haken? Na, kannst du dich nicht wehren? Oh, ich will mal probieren. Darf ich mal? Guck mal, ob ich das kann. Boah, Schuhe sind doch... Ja, genau. Schuhe sind natürlich echt... Okay, es ist ein Anfang. Oh, Entschuldigung. Oh. Hab ich sie getroffen? Alles klar. Kennen Sie die Band Hasenscheiße? Also, ich kenne Hasenscheiße, ja. Naja, die Band. Das ist ja. Das ist ein Talent, das abzufangen. Ja. Meine Käsemaus. Ja, hallo. Wir sind die Einzigen auf der Welt, die nichts können. Was? Ja. Das ist auch ein Talent. Die Einzigen zu sein. Was ich kann, trampen. Trampen. Okay, das Problem ist, wir wollen das jetzt vorgemacht haben. Nee, Moment. Sie können entspannt sein und sie kann sehr entspannt sein. Damit hat sie getoppt. Ja, das könnte sein. So, jetzt, was machen Sie jetzt, um sie wieder zu toppen? Also kann ich noch nicht mal gut entspannt sein. Ja. Das ist ja. Also denken Sie ja mal drüber nach, denn ich hoffe, Sie können heute Abend noch schlafen. Ja, ich versuch's. Ja. Das heißt, du kannst trampen. Das heißt, du musst jetzt das Auto spielen und du stehst am Straßenrand und trampst. Okay, wollen wir das mal machen? Dann wollen wir mal gucken, wie du trampen kannst. Okay, du bist das Auto. So. Ja. Was wir können? Wir können verdammt gut im Hafen rumgehen. Ja? Ja? Okay, du musst jetzt vorbeifahren. Ich gucke. Ja, sie ist angehalten! Du hast ein Talent! Ja, ich kann gut auf den Tischen tanzen. Auf den Tischen tanzen, okay. Leg los. Wollen wir sehen. Wir wollen alles sehen. Auch. Zum Glück hast du das gesagt. Ich glaube, wir beschränken uns lieber auf das, was wir am Hafen am besten können. Das ist weiterhin ein bisschen durch die Gegend laufen. Okay. Ja, Witze erzählen halt. Witze erzählen. Erzähl mal einen Witz. Ja, treffen sich zwei, der eine kommt nicht. Ja, das ist ja witzig. Ich kann auch jonglieren, dafür brauche ich aber drei Jonglierbälle. Haben wir drei Bälle? Haben wir irgendwas anderes, was wir jonglieren können? Können Sie mit allem jonglieren? Nee, nur mit Bällen. Kannst du die Haare öffnen und wieder schließen in 10 Sekunden? Nee. Auch nicht? Pass auf. Könnt ihr eure Equipments tauschen? Pullover gegen Riemengurttasche. Kannst du mit einem Zug die Kippe wegkriegen? 10? 9? Ja, das musst du den Pullover rüberlegen. Hemd aufknöpfen und wieder zu in 10 Sekunden? Zu faul. Ach, zu faul. Faul sein. Faul. Das ist ein Talent. Faul sein. Ja, da sagt die Mutter. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ja, okay, geschafft. Hey, das sind Talente. Dankeschön. Oh, hier steht sie auch gut hier so, ne? Ja. Ja, das kann Hamburg. Nehmt euch in Acht. Ich könnte plötzlich in der Stadt vor euch stehen und euch auch fragen, was kannst du? Ja, wenn ihr irgendwelche Filme habt oder Interviews oder so, es muss ja nicht mal gute Qualität haben, ne? Dann, also so bildlich gesehen und so, dann könnt ihr uns das mal schicken. Wir freuen uns, weil wir haben bis jetzt noch gar nichts gekriegt, also zumindest nichts, was wir senden können. Also wir haben nur so ein paar unter die Gürtellinie, das will keiner sehen. Ihr habt jetzt die Chance, uns was zu schicken. Macht das an TiteTV Fach die Goldene Knieche Show, Finkenau 35 in 22081 Hamburg. Und wenn ihr sonst uns irgendwas mailen wollt, hier in der Show und so, ich habe hier übrigens eine E-Mail gekriegt. Die muss ich gleich nochmal vorlesen, erinnere mich mal dran. Dann schickt das an knichelshow@titenet.de. Aber jetzt will ich erstmal unsere Gäste vorstellen heute. Das ist nämlich bei uns zu Gast die Tüdelband. Woo! Hey, die Tüdelband. Schön, dass ihr da seid. Danke, Sanders. Mire. Und wie war nochmal dein Name? Malte. Malte. Ich kenne euch beide, aber irgendwie nicht zusammen. Also, ihr wart beide schon mal bei uns zu Gast. Mire als Mire alleine, Solokünstlerin, und Malte in der Band Kiwi, richtig? Da warst du Schlagzeuger. Was hat euch denn jetzt hier zusammengeführt zur Tüdelband? Das ist eine gute Frage. Ja. Also, ich habe die Tüdelband vor ungefähr einem Jahr gegründet und dann Leute gesucht, die Lust haben, mit mir zusammen plattdeutsche Popmusik zu machen. Plattdeutsch? Genau. Da und da war Malte der Erste, den ich angesprochen habe, der Lust und Zeit hatte. Der Erste, den du angesprochen hast, oder der Erste, der Ja gesagt hat? Der Erste. Beides. 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 Nicht schlecht. Erste Wahl. Malte. Ja. Nicht schlecht. Hast ja immer noch die gleiche Mütze. Ja. Nicht schlecht, deine Haarpracht. Aber hab ich gelesen hier, was habe ich gelesen? Wo hat mal jemand über dich geschrieben, Mire? Sirene mit der kecken Mütze. Das stimmt. Was ist damit gemeint? Die Haare oder die Mütze? Man weiß bei ich euch denke, meine Mütze. Okay. Mire, und die Tüdelband habt ihr euch genannt, weil Tüdel ist ja auch Plattdeutsch, ne? So ein, genau. Tüdelband, ein Tüdelband kennt man ja, ne? Ich wollte auch schon mal früher eine Band machen, die Schnürband. Hätten wir ja gut zusammengepasst damals. Genau. Aber du hast es durchgezogen. Wie viele Leute seid ihr? Vier. Vier seid ihr. Genau. Die Tüdelband, Plattdeutsch. Warum willst du unbedingt plattdeutsche Musik machen? Es war erst nur eine fixe Idee, okay. Und dann hat sich das Ganze so ein bisschen verfestigt und ich habe angefangen, Texte auch auf Plattdeutsch zu schreiben und dabei die Sprache entdeckt und ganz viele witzige Wörter und auch ganz viele Leute kennengelernt, und das ist einfach tierisch spaßig, hier Norddeutschland kennenzulernen, nebenbei quasi, und ganz viel Neues zu lernen. Also du kommst gar nicht aus dem Norden? Doch, ich komme aus dem Norden, okay. Aber wir spielen jetzt ganz viel. Okay, und dadurch lernt ihr Norddeutschland noch besser kennen. Genau. Okay, und die plattdeutsche Sprache ist ja hier sehr verbreitet, musste ich auch mal merken, weil ich komme ja nicht von hier. Und deswegen habe ich selbst gestaunt, als diese. Es gibt zwar auch ein Plattdeutsch da, wo ich herkomme, aber das ist ein anderes Plattdeutsch als das norddeutsche Plattdeutsch. Was für ein Plattdeutsch ist das denn? Weiß ich nicht, wie das. Also meine Oma hat nur gesagt, da oben sprechen die ein ganz anderes Plattdeutsch. Okay. Ich weiß es nicht, ob das stimmt, weil ich spreche kein Plattdeutsch. Aber ich muss ja auch leider sagen, leider merkt man heutzutage, dass viele Bands, sagen wir mal jetzt zum Beispiel bei großen Castingshows, ne, da machen die schöne Songs, die sie ihren Künstlern, sag ich mal so, ne, die dann so da geben. Und viele Teenies sagen, oh, das ist so ein toller Song und so. Aber die hören gar nicht, was für ein Scheiß die eigentlich singen, oder? Ja. Wenn man so auf die Texte achtet, die sind eigentlich ziemlich scheiße. Bei euch ist das nicht so. Ne? Ihr macht plattdeutsche Musik, es hört zwar keiner, aber dabei voll gut, genau. Voll gut gedichtet und so, aber es versteht keiner. Na gut, dachte ich mir, okay, sowas kann ich auch. Ne? Dann mache ich mal so einen Song, der, ich will mal zeigen, dass so groovt, aber der Text ist eigentlich Nebensache und mit meinem Englisch ist sowieso nicht so gut. Und deswegen probieren wir das jetzt mal live in der Show aus. Moment, wir probieren das mal aus. Sanders, komm mal bitte mit. Sanders, du musst jetzt den Groove vorgeben. Sehr pass auf. Jetzt weißt du auch, warum du deine Eier mitbringen solltest. Ein Ei. Okay, warum du dein Ei. Hol mal dein Ei aus der Tasche. So. Jetzt mach mal so einen Sanders-Groove. Ja. Okay, jetzt mal die Band dazu. Ja.
we once a while. But that ain't the story I want to tell you now. There was a guy, the guy wasn't too shy. He came every time and told me about every crime. He told me that he had had a bad infection of his tonsils when he was a child. Oh, he had had a bad infection. Yes, he had had a bad infection. Now the second stroke of this lovely song. My English is a catastrophe, but that is irrelevant. The rhymes are very bad and the text is not the best, but it must be, I tell you, about the guy who gives me the rest. At beach, home, street or parties, I met the guy everywhere. He strangulated my nerves, cause his voice wasn't fair. He told me that he had had a bad infection of his tonsils when he was a child. Oh, he had had a bad infection. Yes, he had had a bad infection. Told me that he had had a bad infection.